Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Hier könnt ihr es sehen. Wir haben Montag, den 24. Dezember, wenn ich das hier aufnehme. Und das heißt, es ist Weihnachten. Ja, wunderbar. Geschenkezeit, aber dieses Jahr nicht bei uns in der Familie. Wir haben ein Nicht-Schenkungsabkommen, was aber nicht bedeutet, dass ich mir nicht selbst eine Kleinigkeit schenken darf. Und zwar etwas, was ich mir schon sehr, sehr lange wünsche. Und das ist ein 3D-Drucker. Die waren bisher immer zu teuer, aber den hier habe ich für 113,31 Euro bei eBay geschossen, gibt es auch bei AliExpress und bei Amazon. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung, wenn ihr später selbst hier Interesse dran haben solltet. Aber für 113 Euro, Frage Nummer 1, kann das überhaupt was sein? Kann das Ding nachher überhaupt ordentlich drucken? Und wieso sind die so günstig geworden? Ihr seht, ein Anubic Kossel Delta Rostock G2S MK8. Ja, das klingt wie eine gefährliche Waffe der Amerikaner, aber da ist ein 3D-Drucker drin und den packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Das Paket an sich, es ist recht groß, es ist recht schwer, größer und schwerer als ich dachte. Und dann schauen wir mal rein und wir sehen, ja, das ist ein Bausatz. Das ist ein ganz schöner Bausatz, also was für die Bastelfreunde. Das hier ist eine Holzplatte. Ja, würde ich mal sagen. Schauen wir mal weiter. Da haben wir noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Massig Kabel sind da auch mit dabei. Aber ich nehme mal hier das Hauptteil raus. Wow, das ist schwer. Denn das hier ist die Basis und man sieht schon, da steckt hier die ganze Elektronik mit drin. Das Board, das Netzteil, wie es ausschaut. Und das ist, boah, das wiegt bestimmt 3 Kilo oder so, ist aus Metall. Hier haben wir an der Seite einen Lüfter. Hier ist der Stromanschluss, An-Ausschalter. Hier vorne haben wir noch ein Display, womit man das dann bedienen kann, mit ein paar Knöpfchen dran. Und auf der anderen Seite, da haben wir noch mal was stehen. Anet 3D-Printer, Modell A4, Druckgröße 200 x 210 mm. Nicht schlecht. FCC, CE-Zeichen, natürlich Made in China. Shenzhen Anet Technology und das hier ist ein, was ist denn das, ein Firewire-Anschluss oder sowas. Da haben wir noch einen SD-Karten-Slot und ja, irgendeinen ganz besonderen Stecker, wo ich gar nicht weiß, wie das jetzt so genau heißen soll. Und die Unterseite, die sieht dann so aus, also auch nochmal ordentlich Lüftungsschlitze drunter, aber keine Standfüße, wo das irgendwie sauber stehen würde, sondern nur hier diese hochgestellten Schrauben. Okay. Stelle ich das Ding mal zur Seite, das wird nämlich schon etwas schwer zum Halten. Und, ach, da ist noch ein Kabel dran gewesen. Schauen wir doch mal, was, was haben wir denn da? Wir haben hier lauter Blindkabel, also hier ist ein Steckerchen dran, aber hier ist kein Stecker dran. Was steht denn da drauf? X-Achse, Limit-Switch, okay. Und was haben wir da? Z-Achse. Limit Switch und doch, das hier ist ein Überraschungspaket, da steht nämlich gar nichts dran. Schön. So, schauen wir uns mal die restlichen Kabel an und was wir hier noch so finden können. Das hier, vermute ich jetzt mal, wird der Druckkopf werden. Da seht ihr, wir haben rechts und links hier Lüfterchen dran, einmal hier und einmal hier. Und hier ist auch so eine Kühlung dran, also so geriffelt, damit das hier dann schön gekühlt wird scheinbar. Ich denke mal, hier kommt der Extruder später dran. Da haben wir auch diesen, ja, proprietären, hätte ich fast gesagt, also diesen Anschluss, von dem ich nicht genau weiß, wie er heißt, den wir eben gesehen haben. Und ja, irgendwelche zusammengebundenen Kabel. Keine Ahnung, ich muss dazu sagen, ich habe null Ahnung von 3D-Druck. Ich bin hier der absolute Beginner und ihr könnt jetzt mit mir in das Abenteuer starten und mal schauen, ob ich das überhaupt hier ordentlich hinbekomme oder nicht. Ich gehe mal davon aus, aber wie gesagt, Stromkabel, Ahnung habe ich von dem Thema nicht. Ich habe ein bisschen was gelesen, ein bisschen was gesehen, aber Erfahrung 0,0. Das heißt, wenn ich das hinbekomme nachher, dann bekommt ihr das vermutlich auch hin. So, was haben wir denn hier? Das sieht auch aus, als wäre das ein Teil vom Extruder oder zumindest mal ein Motor. Stepmotor steht hier dran. Ist ein schweres Teil. Zahnrädchen, Federn. Sieht wichtig aus. Ich lege es mal zur Seite. Und wir schauen, was wir hier, hoppala, was wir hier noch so finden. Das hier ist einfach nur eine kleine Metallplatte. Und da ist mir schon alles runtergefallen, dass hier so noch ein paar Plastikteile und das Interessante ist, man kann es ja an der Optik erkennen.
Das sind 3D-gedruckte Teile. Ja, die haben sie tatsächlich aus dem 3D-Drucker gedruckt für den 3D-Drucker. Und genau das Gleiche hier bei diesen Plastikteilen. Auch da kann man deutlich sehen, hier an der Struktur, dass die aus einem 3D-Drucker stammen. Also, da haben wir ein paar Plastikteile. Die lasse ich mal noch hier eben drin liegen. Dann, was haben wir da? Auch noch ein paar Kleinteile. Das hier ist auch wieder gedruckt. Das hier sieht aus wie die Extruderspitze, wie die Düse, wo nachher das Filament, also der Kunststoff zum Drucken rauskommt. Das scheint das Teil zu sein. Und hier ist mir eben noch ein Zettelchen abgeflogen. Y-Achsen-Limit-Switch. Ja, ich denke mal, wenn das hier einmal, wo hatten wir es denn? Hier, wenn das hier einmal Z-Achse war und einmal die X-Achse, dann wird das Unbeschriftete hier wohl das für die Y-Achse sein. Also ich mache den Zettel hier mal dran. Kann ja nur so sein, hoffe ich mal. So, was haben wir noch? Das hier sieht aus wie, ja, ein bisschen PLA-3D-Filament. Also ein bisschen was zum Andrucken ist auch schon mit dabei. Eine kleine Spindel, ich habe mir aber schon mehr gekauft. Ich habe noch ein Kilo hinten stehen. Dann, was haben wir hier? Ein Schlauch. Gehen wir noch eine Nummer weiter runter und wir finden, ja, was ist das denn? Fühlt sich an wie Glas. Hot zone, do not touch before touching power of the heated and wait at least 10 minutes. Also das hier scheint eine heiße Oberfläche zu werden. Wahrscheinlich wird hier irgendwie drauf gedruckt. Wir haben hier aber auch noch so einen Anschluss, wo ein Steckerchen drauf kommt. Ja, also so richtig schlau bin ich ja hier noch nicht, aber wir packen ja erstmal aus. Und hier haben wir nochmal, ja, hier kommt echt alles aus dem 3D-Drucker, was hier an Kunststoffteilen dabei ist. Ist natürlich günstiger herzustellen dann für die Chinesen. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Irgendwelche Teile, die noch da dran kommen. Hier haben wir noch ein paar, ah, das scheinen die Standfüße zu sein. Dicke Gummistandfüße und noch mehr gedruckte Teile. So, aber ich hoffe, hier steckt noch irgendwo eine Anleitung drin. Wir nehmen mal die Ebene hier raus. Ja, und da geht es doch munter weiter. Meine Güte, das hier wird eine lustige Sache, das alles zusammenzubauen. Wir haben ja ein bisschen Werkzeug mit dabei, ein paar kleine Imbusschlüssel, ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher und hier so ein kleiner Maulzangenschlüssel. Hm, okay, schon mal gut, dass überhaupt was dabei ist. Dann haben wir hier, das ist nochmal ein ganz toller Griff für einen Schraubenzieher. Da ist nämlich noch einer dabei, einmal Kreuzschlitz. Einmal Schlitz, einmal reingesteckt und ich hoffe nicht direkt kaputt. Wirkt natürlich alles echt billig hier, aber soweit so gut. Dann haben wir hier noch eine kleine Zange dabei. Mein Gott, hier wird man ja richtig ausgestattet in dem Baukasten. Dann ein Hightech-Feature, Lineal. Einmal ein paar Kabelbinder. Ganz, ganz viele Schräubchen. Oje, oje, oje. Das sind eine Menge Schrauben und Muttern. Und ein paar Federn sehe ich da auch noch drin. Und ja, irgendwelche Steckerteile, Schalter, keine Ahnung. Werden wir alles rausfinden. Und ein, das ist hier dieser komische Anschluss. Auch den benutzt man eigentlich kaum. Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall geht er hier auf USB. Und jetzt haben wir wahrscheinlich hier die Verbindung zum Kabel. Dann haben wir hier noch einen USB-Stick, wo dann auch hinten eine Speicherkarte drin steckt. Das ist ja interessant. Schauen wir mal rein. Wie viel wird denn hier wohl drin stecken? Heute fällt mir alles runter. Tja, und die Speichergröße, die steht hier gar nicht drauf. Nur Made in Taiwan und irgendwas wird nicht allzu viel sein. Vielleicht ist da auch noch die Software drauf, die man braucht. Keine Ahnung, ich pack's mal lieber ordentlich wieder weg. Was haben wir hier noch? Das sind ja solche Zahnriemen, so ähnlich wie so ein kleiner Keilriemen fürs Auto. Davon haben wir 3 Stück mit dabei. Damit wird wahrscheinlich dann nachher hin und her gefahren und gelenkt. Und hier haben wir noch ein paar Eisenstangen. Die werden das Grundgerüst bilden. Und das hier sieht mir mal aus, ja, wie solche Querverstrebungen, um da ein bisschen Stabilität mit reinzubringen. Okay, also das sollte es gewesen sein und ich sehe leider, nee, da ist keine Anleitung mit dabei. Ich werde verrückt. Naja, ich werde mal eben überprüfen. Vielleicht steckt die Anleitung ja hier drauf. Ansonsten heißt es erstmal googeln.
Tja, und siehe da, da ist tatsächlich was drauf auf der Karte. 7,17 GB verfügbar. Irgendwas chinesisch. Ah, hier steht schon English Instructions, also Anleitung. Assembly and Operation Guide Video. Ah, ein Video sogar. Wir haben Software, wir haben hier Test. Keine Ahnung, irgendwas. Test-Exe-Dateien. Software haben wir drauf. Cura. Repeater Host und CH340G Drive, alles noch gezippt. Auch noch keine Ahnung, was das sein soll. Installation Instructions, wunderbar. Sehr schön, schaut mal her. Das gefällt mir doch. Welcome, ein paar Daten, auspacken. Soweit waren wir. Einmal die komplette Teileliste. So soll er am Ende aussehen und Menü. Okay, wie man ihn bedient. Also hier ist wohl nicht die Aufbauanleitung. Hier wird ein bisschen auch das Setup erklärt und wie man das alles einrichten muss. Und das runde Ding, das war tatsächlich hier die Oberfläche zum Drucken. Da wird erklärt, wie man vorgeht beim Drucken. Wie man ihn sauber macht und ein paar FAQs, alles auf Englisch. Also man sollte hier wirklich des Englischen mächtig sein. Hier haben wir einmal Troubleshooting, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, was man machen soll, was man machen kann. Auch schon mal ganz gut, aber ich will doch wissen, wie ich das Ding hier zusammenbaue. Schauen wir mal hier, Assembly Video, 8 Minuten. Okay, schauen wir doch mal rein. Und da ist kein Ton dabei, der Kollege packt aus, soweit waren wir schon. Ah, und der zeigt jetzt hier Schritt für Schritt, wie man das Ding zusammenbaut. Und da war plötzlich doch noch Ton dabei. Okay, also hier hat er das Ding schon zusammengebaut in 6 Minuten. Wow, der ist ja schnell. Ob ich das auch so schnell hinbekomme? Naja, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall halten wir fest, wir haben eine Anleitung, wir haben Software, wir haben Videos, wir haben Troubleshooting Guide und irgendwas GCO. Keine Ahnung, vielleicht sind das irgendwelche Druckmuster, die man dann auswählen kann. Das finden wir alles noch raus. Ich gehe jetzt nochmal rüber und baue das Ding zusammen. Bevor hier hinten mein kleiner Assistent, der da schon zugange war, anfängt da komisch rumzubauen und nachher ist alles falsch. Gell, Louis, ich mach das. Ja. Na dann los. Ja, und da geht's schon los. Die ersten Probleme habe ich, aber erstmal zu den Erfolgserlebnissen. Wir haben einmal dran gebaut, hier unten die Gummifüße, die wurden einfach nur dran geschraubt. Dann haben wir hier die Führungsstangen einmal eingesteckt, also einmal hier unten durchgesteckt und von unten mit einer Mutter dann gegengekontert und hier diese 3D gedruckten Teile nochmal aufgeschoben. So, soweit lief eigentlich alles ganz gut. Das hier war ein bisschen schwierig, die hier durchzubekommen, aber hat im Endeffekt dann doch gepasst. Und jetzt soll ich, wie der nette Mann hier zeigt, hier dieses Acrylteil, diesen Deckel da oben drauf setzen. Und ja, da habe ich ein paar Probleme. Schaut euch mal den im Video gezeigten Deckel an. Wir haben hier große Löcher, wo die Rundstäbe durchkommen und kleine Löcher, wo die Schrauben durchkommen. So, schauen wir mal, was ich hier habe. Ich habe kleine Löcher, wo die Schrauben durchkommen und habe große, keine großen Löcher. Ich habe keine großen Löcher, wo die Rundstäbe hier durchkommen. Ja, das ist jetzt schon mal auf jeden Fall unpassend. Das ist ein anderes Teil wie das, was da drüben gezeigt wird. Ich habe hier eigentlich nur Löcher für diese Schrauben durchzustecken. Und die im Video gezeigten Schrauben, diese M416, ja, die finde ich auch nirgendwo. Habe ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich einfach nicht. Ich habe hier M5, M4, 20, 25. Egal. Ich werde es jetzt mal mit denen hier probieren. Ihr seht schon, wir beginnen mit der Improvisation. Also ich werde mal schauen, ob das klappt, wenn ich das nur hier festschraube. Ob überhaupt die Löcher hierfür passen. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Und ob es dann überhaupt dennoch funktioniert, aber ja, von der Größe her ist er schon mal ein ganz großer Brecher. Aber ob das hier stimmen kann, dass das nicht richtig mit den Rundstäben fixiert wird, na, ich weiß ja nicht. Wir versuchen es einfach, aufgeben ist ja doof, deswegen improvisieren wir. Übrigens, was ich auch nicht habe, ist, ich lasse mal eben hier laufen,
ist hier oben diese Teile, die er noch hier hat, die dazwischen gesteckt werden, die habe ich auch nicht. Also das und das, keine Ahnung, ist hier auch nicht dabei. Aber ja, was soll's, wir tun unser Bestes und machen einfach mal weiter. Zwischenfazit, ein 0815 Bau nach einfacher Anleitung ist das hier wirklich nicht. Also man muss schon extrem genau hinschauen, was der gute Mann hier tut, und man muss oft zurückspulen, und ja, stellenweise kann man es auch nicht ganz so gut erkennen. Ihr seht, ich bin jetzt so weit, ich habe hier unten schon den Teller, den beheizten Teller montiert, der wurde auch hier an den Strom angeschlossen, ist hier auf so Federn gestellt. Ich denke, dass man den dann auch richtig in die Waagerechte ausrichten kann, damit alles hier gerade ist. Dann habe ich hier oben den Extruder angeschlossen und habe hier diese Schalterchen angebracht. Hier kann man die sehen, die dann signalisieren, wenn der Schlitten oben ist. Und ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar bei hier den Schlittenteilen. Man sieht, hier ist das Loch auf der linken Seite. Das ist gut. Und hier ist das Loch auf der rechten Seite. Das ist schlecht. Und da hinten, ja, da ist auch schlecht. Da ist auch auf der falschen Seite. Und das ist mir erst jetzt aufgefallen, weil ich hier den Gurt angebracht habe. Und der wird einmal hier oben über die Rolle gelegt, geht ganz hier runter rein. Da muss man ihn nochmal über so eine Rolle, da kann man es ein bisschen sehen, über so eine Zahnkranzrolle führen. Und dann wieder hier hoch, und hier wird er festgeklemmt. Und jetzt dachte ich die ganze Zeit, man kann es hier sehen, der hat hier eine Drehung drin, weil er eben nur so dort reinpasst. Und jetzt ist mir aufgefallen, verdammt, ich habe das Teil hier falsch rum. Das muss einmal so gedreht werden, dass das Loch hier ist. Dann kann das hier angebracht werden und dann passt es auch. Das heißt, ja, der ganze Deckel muss noch mal runter, der ja, oh Mann, ich könnte schon so ein bisschen weinen. Also es ist nicht allzu einfach. Ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal zurückbauen, Deckel abbauen, hier oben das ganze Teil abbauen, zweimal, und dann hier die Dinger rumdrehen und alles wieder draufpacken. Und möglichst so, dass nichts beschädigt wird. Ach, und übrigens, hier bei den Schrauben, bei den Angaben, die hier im Video gezeigt werden und mit denen, die hier stellenweise draufstehen, ja, so richtig passend tun die auch nicht. Man nimmt einfach das, was man denkt, was irgendwie hinhauen könnte, und ja, versucht sein Glück. Das ist definitiv nicht genau derselbe Drucker, der hier gezeigt wird, wie der, der hier gebaut wird. Ich hoffe, es klappt trotzdem. Ist schon anstrengend, aber naja, ein kleines Abenteuer. Dann baue ich mal zurück und wieder richtig rum auf. Meine Güte, das hier ist kein Projekt für zwischendurch eben mal schnell. Das ist anstrengend, aber es war eigentlich ganz gut, dass ich hier gemerkt habe, dass ich einen Fehler drin hatte. Denn dann habe ich gemerkt, ich hatte hier ja noch einen Fehler drin. Und zwar bei der Befestigung der oberen Platte. Da wird ja hier einfach nur mit den Schrauben reingeschraubt, und das hat sich schon ja nicht besonders gut angefühlt. Also sehr weich. Und Moment, ich drehe es ins Licht. Da kann man es etwas besser sehen. Denn ich hatte hier oben vergessen, noch zwei Muttern reinzuschieben in diese Schlitze, die dann die Schraube auch ordentlich gegenkontern, dass die auch gut hält. Von daher, okay, habe ich das gerade auch behoben. Aber ich sag's euch, eine Fummelei, meine Güte. Also hier, ich habe jetzt gerade mal einen dieser Schlitten hier verbunden mit den Zahnrädern unten zum Motor. Und das ist eine Fummelei ohne Ende, denn man muss hier, ja, man muss hier dieses, einmal muss man das hier zuschneiden, dass das einigermaßen richtig passt. Dann muss man es in diese 3D gedruckten Teile hier reinfriemeln, was auch gar nicht so einfach ist. Hier kann man sehen, dort muss der Zahnriemen reingesteckt werden, sodass der hier an den Noppen anliegt. Na, stell scharf. Und dann ist das halt fixiert. Und das Teil muss dann eben noch hier an den eigentlichen Schlitten angebracht werden und dann noch fixiert werden. Dann habe ich die Schraube noch, ja, falsch rum reingemacht, also die Mutter auf die Rückseite statt auf die Vorderseite. Habe mir fast das 3D gedruckte Teil hier kaputt gedrückt dabei, was auch nicht gut war. Aber naja, es funktioniert jetzt. Also der Schlitten kann nach unten und kann nach oben fahren. Und ich hoffe, das passt so. Natürlich auch das Gefummel hier unten, habe ich euch ja schon gezeigt, ist auch nicht so ganz ohne.
Und ich glaube, oh, hier sehe ich es gerade, ich glaube, der liegt nicht richtig auf. Nicht so ganz optimal, muss ich auch noch mal ein bisschen nachjustieren. Sieht man mit der Kamera eigentlich viel besser wie mit dem Auge. Auf jeden Fall, ja, halten wir fest. Soweit bin ich jetzt gekommen und für den Moment reicht es mir dann auch. Kein einfacher Bau. Nehmt euch Zeit, nehmt euch Geduld mit und ich hoffe, am Ende habe ich auch einen funktionierenden Drucker. Aber ja, das mache ich an einem anderen Tag weiter, denn jetzt ist hier Weihnachten angesagt. Tja Leute, Weihnachten war ganz gut, aber den 3D-Drucker, den habe ich nicht mehr ins Laufen bekommen, was höchstwahrscheinlich mein Fehler war, da ich null Ahnung davon habe. Und so ein Bausatz, der hat mich schon vor ein paar Schwierigkeiten gestellt. Auf jeden Fall, ich habe ihn zusammengebaut und immer beim Hochfahren, wo er dann diese Limitschalter oben berührt, irgendeine Seite hat sich immer da weitergedreht und hat durchgedreht und es hat gerattert und ich habe es einfach nicht auf die Kette bekommen. Und irgendwann habe ich dann auch das Handtuch geschmissen. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich habe so viele Stunden daran verbracht. Allerdings nicht ganz umsonst, denn ich habe durchaus was gelernt, nämlich wie so ein 3D-Drucker aufgebaut ist, wie der funktioniert und dass ich dennoch Lust auf so ein Thema habe. Aber wie gesagt, bei dem Teil hier von eBay, ja, da bin ich nicht mehr glücklich mit geworden. Der ist dann ratzfatz zu eBay Kleinanzeigen geflogen und hat da auch einen Abnehmer gefunden, der ein bisschen mehr Ahnung hat von der Materie als ich, der nämlich ja 3D-Drucken als Geschäft quasi aufzieht und ja, für den war das völlig unverständlich, dass ich das hier nicht ins Laufen bekommen habe, aber naja, es war ein erster Versuch, es war ein großer Fail, ich bin total auf die Fresse geflogen damit, wollt euch das trotzdem zeigen, denn ich denke, das ist ein Thema, das interessiert viele oder ich denke mal einige auf jeden Fall, ein richtiges cooles Nerd-Thema, 3D-Druck, da werde ich auch dranbleiben und kleiner Spoiler, ich habe mittlerweile einen neuen 3D-Drucker, aber zudem gibt es ein separates Video, was auch ein bisschen erfolgreicher verläuft, wie jetzt hier mein eBay-Schnellschuss und mein Weihnachtsgeschenk. Zumindest habe ich die Zeit rumbekommen. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran hier auf meinem Kanal. Da kommt demnächst noch einiges mehr zum Thema 3D-Druck und auch etwas mit ein wenig mehr Erfolgserlebnissen. Also, bis dahin sage ich auf Wiedersehen und wir sehen uns hier bei MeAppleCat. Macht's gut!